Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Lukas und heute in diesem Video soll es um das Apple-Event gehen, was gerade rumgegangen ist, und ich werde euch einfach erzählen, was dort alles so vorgestellt wurde. Also, los geht's! Fangen wir gleich mal an. Die Apple Keynote hat direkt mit dem iPhone gestartet. Einmal das iPhone 6 und einmal das iPhone 6 Plus, also einmal die kleinere Version, einmal die größere Version. Bei der kleineren Version handelt es sich um ein 4,7 Zoll großes Display und bei der größeren Version, also dem iPhone 6 Plus, um ein 5,5 Zoll großes Display. Das iPhone 6 hat eine Dicke von 6,9 mm und das iPhone 6 Plus eine Dicke von 7,1 mm, also nicht zu viel Unterschied. Das iPhone 6 hat eine Displayauflösung von 1334 x 750 Pixeln, was eine PPI von 326 ergibt. Das iPhone 6 Plus hat endlich mal eine Full-HD-Auflösung, also 1920 x 1080 Pixeln, hat eine PPI von 401 und man kann das Display auch im Querformat nutzen, wie ein iPad Mini quasi, und das ist auch irgendwie logisch bei der Größe. Mit den zwei neuen Größen gibt es auch ein neues Feature, und zwar die Einhandbedienung. Das Display wird einfach minimiert, ihr könnt das halt einfach besser mit einer Hand bedienen. Was die Leistung angeht, haben wir eine 64-Bit-Architektur und einen A8 und M8 Prozessor. Einmal der A8 ist halt der normale Prozessor und M8 ist für Motion, also für alle Aktivitäten, die ihr macht, zum Beispiel halt laufen. Ist im Vergleich zu anderen Modellen bis zu 50% schneller und die GPU-Leistung bis zu 84 mal schneller. Wir haben eine 8-Megapixel-EyeSight-Kamera auf der Rückseite, die im Videomodus mit 1920x1080 Pixeln in 60 FPS aufnehmen kann und in 720p mit 240 FPS Low Motion machen kann, was wirklich krass ist. Weiterhin haben wir eine Blende von 2,2 und die Pixel betragen 1,5 Mikrometer. Was neu ist beim iPhone 6 ist, dass es optische Bildstabilisierung gibt, das heißt, die Linse bewegt sich in dem Kameragehäuse mit und so erhaltet ihr einfach ein ruhigeres Bild. Was die Batterie angeht, dort haben wir beim iPhone 6 Plus eine größere Batterie als beim iPhone 6, ist auch irgendwie logisch, ist ja auch größer und etwas dicker. Hier im Bildschirm seht ihr gerade ein paar Akkulaufzeiten, die Apple angibt, eingeblendet und könnt euch jetzt so mal ein Bild vom neuen iPhone machen. Vom Speicher her können wir jetzt 16, 64 und 128 GB bei beiden Versionen auswählen. Die Hauptsensoren im iPhone 6 und 6 Plus sind einmal das Barometer, das Gyroskop und der Beschleunigungssensor. Wir haben jetzt auch NFC im iPhone, womit wir jetzt mit Apple Pay bezahlen können. Das war ja eigentlich das Ganze wie bei Google Wallet, bloß es ist halt das Apples Ding. Die haben das Ganze jetzt an die ganzen McDonalds und was weiß ich für Fastfood-Ketten in den USA weitergeleitet und da könnt ihr dann auf jeden Fall leicht mit eurem iPhone bezahlen. Es gibt jetzt auch neue Hüllen für euer iPhone 6 und 6 Plus, einmal 5 Lederhüllen und 6 Silikonhüllen. Ab dem 12. September könnt ihr beide iPhones vorbestellen und am 19. erscheinen sie dann im Handel. Dann das One More Thing, die iWatch, oder besser gesagt Apple Watch, wie sie jetzt heißt. Es gibt drei Versionen von ihr, einmal die Apple Watch, dann die Watch Sport und die Watch Edition. Das sind halt mehr oder weniger Premium bis Casual bis sportliche Armbänder und halt Materialien, aus denen die Watch dann besteht. Alle drei Versionen erkennen Druck auf dem Display und führen da dann halt andere Features aus. Die Uhr hat natürlich auch verschiedene Sensoren, wie zum Beispiel einen Herzschlagsensor, ein Gyroskop und noch viele mehr. Laden tut das Ganze einfach über einen MagSafe-Stecker, der mitgeliefert wird. Das Ganze tut sich einfach an das Uhrgehäuse hinten ran, da wie bei den MacBooks, und dann lädt eure Uhr auch schon. Die Apple Watch wird es in zwei Größen geben, einmal in 38mm Höhe und 42mm Höhe. Seitlich an der Uhr haben wir ein kleines Rad, was so ein bisschen den Finger vom Display nehmen soll. Mit diesem Rad können wir scrollen und verschiedene andere Aktionen ausführen und wenn wir das Rad reindrücken, kommen wir auch auf den Homescreen zurück. Wenn wir dann im Menü sind, haben wir überall kleine Kreise mit den verschiedenen App-Icons, wo die man halt auswählen können, direkt an der Uhr. Und ja, Drittanbieter werden auch noch die Möglichkeit haben, ihre Apps dafür zu entwickeln. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wird es drei Editionen der Apple Watch geben. Einmal die Apple Watch, dann die Apple Watch Sport und dann noch die Apple Watch Edition. Die ganz normale Apple Watch wird mit einem Edelstahlgehäuse geliefert, die Watch Sport mit einem Aluminiumgehäuse oder die Watch Edition mit einem 18 Karat Gelbgold oder Rosegold Gehäuse. Bei der ganz normalen Apple Watch wird es die Farbe Space Black geben, dann bei der Sport Edition wird es Silber und Space Gray geben und bei der Edition die vorher genannten Farben. Bei der ganz normalen Watch haben wir ein Saphir-Glas, bei der Watch Sport ein Ion X-Glas
und bei der Edition gab es keine Angaben. Was die Armbänder angeht, man kann sie einfach so ändern. Bei der ganz normalen Watch sind es halt verschiedene edle Armbänder, bei der Watch Sport mehr so grelle Farben, so sportliche Dinger und halt bei der Watch Edition mehr so Premium, Leder und so Zeug halt. Ein sehr cooles Feature an der Watch fand ich ja das Digital Touch Feature. Dann könnt ihr einfach kleine Gesten oder halt. Das coolste Feature an der Watch fand ich eigentlich das Digital Touch Feature. Dort könnt ihr einfach so kleine Sachen zeichnen mit verschiedenen Farben und euer Partner, mit dem ihr halt kommuniziert gerade, kann natürlich dann entschlüsseln oder ihr habt zum Beispiel was ausgemacht, dass zum Beispiel drei kleine Kreise zum Essen gehen heißen oder was weiß ich. Die Uhr erkennt auch, ob ihr halt gerade Fahrradfahren seid, laufen seid, Treppensteigen seid und tut sowas alles einordnen und das alles in der Healthbook-App am iPhone und halt in der Uhr anzeigen. Ihr bekommt auch immer angezeigt, welche Ziele ihr euch gesetzt habt und ob ihr sie schon erreicht habt am Tag. Die Apple Watch wird Anfang 2015 rauskommen und wird 349 US-Dollar kosten. So, ich hoffe, ich konnte euch eine ziemlich gute Zusammenfassung der Apple Keynote geben. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Bis dahin, abonnieren, kommentieren und ciao.